Hi Leute, in dem Video geht's ums Geld. Und ja, Geld ist ja so ein universelles Thema. Und jeder ist dann natürlich immer ganz rohrend interessiert. Und ja, ich möchte das Video hier in zwei Teile untergliedern, so ein bisschen Struktur reinzubringen. Und im ersten Teil geht es so ein bisschen darum, was für Glaubenssätze wir in Bezug auf Geld haben. Also diese unbewussten Glaubenssätze und was wir ganz tief mit Geld verknüpfen. Ja, und ein so ein Glaubenssatz ist zum Beispiel, dass Geld schlecht ist. Wir wollen am liebsten nichts mehr mit Geld zu tun haben. Und wer vielleicht so Resonanzgesetz kennt, der weiß so, es kommt einmal, was man hat, sozusagen. Wer hat, dem wird gegeben, so. Und ja, die Reichen werden noch reicher, die Armen werden noch ärmer. Und Armut ist zum Beispiel auch so ein schönes Wort. Arm an Mut. Armut. Man ist arm an Mut. Man hat keinen Mut, die Dinge zu sagen, auszusprechen, was zu tun. Sondern man fühlt sich klein. Geld hat so viel mit unseren Gedanken zu tun, mit unseren Glaubenssätzen. Und diesen Glaubenssatz eben, dass Geld schlecht ist, dass man es nicht besitzen möchte, den haben so viele, auch wenn es vielleicht ihnen nicht bewusst ist. Und warum soll was zu dir kommen, was du nicht magst, was du nicht liebst? Wieso soll das zu dir kommen? Warum? Warum? Deswegen hast du vielleicht auch kein Geld. Und Geld ist nichts Schlechtes. Probier mal Geld zu lieben. Es ist halt nun mal da. Und man sollte akzeptieren, was da ist. Ich denke auch, es gibt alternative Systeme, wenn die Menschen wieder ein höheres Bewusstsein erlangt haben, dann ist Geld nicht mehr nötig, okay. Aber jetzt ist es da. Und solange es da ist, sollte man vielleicht mal erkennen, was Geld einem ermöglicht. Was für Geld einem für eine Freiheit geben kann. Dann setze ich wirklich mal hin und sage dir, ich liebe Geld. So, kannst du diesen Glaubenssatz in dir erzeugen? Ich liebe Geld. Kannst du das offen sagen? Ich glaube, die wenigsten können das. Und vielleicht haben sie deswegen auch kein Geld. Wieso soll was zu dir kommen, was du nicht liebst? Aber dann jammerst du drüber, dass immer die Falschen das Geld bekommen. Das bekommen vielleicht auch die das Geld mögen. Und es ist nun mal da, dann kann man damit arbeiten. Und es kann einem viele Dinge ermöglichen. Man kann damit reisen, man kann alles Mögliche machen. Ja. So ein anderer Punkt ist, das Geld fließen zu lassen. Geld ist wie Wasser. Es muss ein Fluss sein und es muss eben fließen. Kannst du das Geld genauso gern annehmen, wie du es ausgeben kannst? Kannst du mit Freude Geld ausgeben? Dir auch das zu gönnen, dir das zu leisten, was dich wirklich erfüllt, was du brauchst. Aber das ist noch ein separates Thema, wollte ich auch nochmal anschneiden. Minimalismus, dass man wirklich wieder erkennt, was man braucht. Nicht Dinge kauft, weil sie gerade günstig sind. Habe ich wieder Geld gespart, weil ich mir was gekauft habe im Angebot, was ich gar nicht gebraucht habe. Das erkennen viele nicht. Kaufen sich Dinge, gehen in den Laden, haben vorher nichts gebraucht und kommen aber mit 10 Sachen raus. Und haben wir dann einen Haufen Geld gespart, indem sie so viel ausgegeben haben, was so reduziert war. Erkennt ihr die Logik? Also kauft es, was ihr braucht, was ihr wirklich für nötig haltet und dann kauft es gern. Gebt das Geld gern dafür aus. Und genauso sollte man wieder seinen eigenen Wert erkennen und auch Geld annehmen können. Ich habe gemerkt bei mir selbst, dass ich nicht nur schwer Geld ausgeben konnte, sondern dass ich Geld auch schwer annehmen konnte, habe ich gemerkt. Und warum?
Das sind alles so Glaubenssätze, die tief in uns verankert sind, die wir unbewusst überall suggeriert bekommen in Medien oder von unseren Mitmenschen. Ja, wir sollten eben wieder das Geld wertschätzen und jetzt habe ich gerade mal den Faden verloren. Was wollte ich? Ich hatte gerade noch einen Punkt dazu im Kopf. Genau, das ist eben noch so ein Glaubenssatz. Wenn ich was Gutes tue, dann sollte ich dafür kein Geld annehmen. Dann sollte ich, ja, wenn ich Spaß dabei habe, dann sollte ich kein Geld annehmen. Ich habe zum Beispiel für mich selbst gemerkt, so, ich habe irgendwann Inliner-Workshops gegeben an Schulen, für Schulklassen, auch für andere Gruppen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Das war die Erfüllung. Als ich Kind war, habe ich immer davon geträumt, Inliner-Profi zu werden, beziehungsweise einfach jeden Tag Inliner zu fahren. Das ist auch, ich bin dem jeden Tag nachgegangen und irgendwann bin ich dann dazu gekommen. So, war einfach im Skatepark und dann fragen mich zwei Kerle, also wir haben einfach, sind ein bisschen gefahren und sind einfach zusammen gefahren und dann haben sie gemeint, dass sie selbst irgendwie so Inliner-Workshops geben an Schulen und gemeint, ob ich nicht auch Bock drauf habe. Ich habe damals studiert eben und waren auch Studenten und dann habe ich das halt so als Nebenjob angefangen und das ist so die Erfüllung für mich. So, ich fahre da Inliner, ich würde es auch umsonst machen, ich würde darauf bestehen, das zu machen. Das ist eben das, man sollte wieder dahin kommen, dass man wieder das tut, wozu man sich berufen fühlt. Dass man darauf bestehen würde, dass man immer schauen würde, das zu machen, auch wenn man kein Geld dafür bekommt. Zum Beispiel jemand, der, was weiß ich, Yoga liebt, der wird einfach rumreisen, wird in ein Yoga-Center gehen und sagen, hey, kann ich unterrichten, kann ich das machen und dafür hier umsonst wohnen. Da spielt das Geld keine Rolle. Man wird immer schauen, dass man das macht, was einen erfüllt. Und dann diese Glaubenssätze, dass man, wenn man was Gutes tut, dann dürfte jemand kein Geld verdienen. Dann ist es ja gleich ein Scharlatan und dann ist es ein Verbrecher. Und fragt euch mal, wie viel sollte Mutter Teresa eurer Meinung nach verdienen? Wie viel sollte ein Mönch verdienen? Wie viel sollte ein Heiliger verdienen? Wie viel sollte ein Lehrer verdienen? Ich denke, der sollte so zumindest so viel verdienen, dass er ein sorgloses Leben führen kann, was das Geld und das Materielle angeht, dass er ein Dach über dem Kopf hat, dass für alles einfach für ihn gesorgt ist, damit er für andere sorgen kann. Und das sind eben die Glaubenssätze, jemand, der was Gutes tut, darf kein Geld verdienen. Und dementsprechend sieht man auch die ganzen Jobs, die dreckig sind, die schmutzig sind, die jeder für schlecht hält und für abstoßend. Waffenhändler, Dealer, Nutten, Prostituierte, Banker und so weiter. All diese Jobs, da verdient man einen Haufen Geld. All diese verruchten und ja, abstoßenden Sachen für normalen Menschen. Das Wort normal ist immer nur relativ, auf was man bezieht. Auf jeden Fall, ja, die verdienen einen Haufen Geld. Und das ist eben so in den Köpfen drin. Das ist einfach der Spiegel der Gesellschaft. Das ist der Spiegel der Leute. Sie denken, Geld ist schlecht und für die schlechten Dinge bekommt man Geld. Wenn man schlechte Dinge tut, bekommt man einen Haufen Geld. Und dementsprechend, was dieses Massenbewusstsein eben anbelangt, kriegen eben Leute, die einfach heilig sind, die ihrer Berufung folgen, die Gutes tun, die werden halt mickrig bezahlt, weil sie selbst die Glaubenssätze auch übernommen haben, weil sie sie von ihrer Kindheit an kennen und weil sie denken, oh, ich mache was Gutes, ich habe ja Spaß vielleicht dabei und ich darf dann kein Geld verdienen. Das sind Glaubenssätze, die so tief in uns verankert sind. Ja. Schau ich mal kurz, ich habe mir ein paar verschiedene Dinge aufgeschrieben, so, was ich dazu sagen wollte, weil, weiß nicht, das ist ein großes Thema einfach, gell?
Und es sind selbst Dinge, die ich eben verarbeitet habe und noch verarbeite. Und das, auch mit diesem Video, ist für mich wie eine Therapie. Ich verarbeite selbst damit noch mehr, diese Glaubenssätze zu leben, weil ich bei mir selbst noch oft diese Muster erkenne und noch oft merke, so, hey, ich kann mir das selbst nicht zuschreiben, so, dass es so leicht ist oder dass du Spaß hast und dann dafür Geld verdienst und so weiter. Genau. Was ich hier in dem ersten Teil noch so allgemein zu Geld sagen wollte, ist eben, dass man eben auch diesen Geldfluss, diese ganzen alten Geldanlagen, die mit Negativität belastet worden sind, dieses ganze Horten und so weiter, dass man das Geld wieder in Fluss bekommt, dass diese ganzen alten Vermögenspoole, diese alten Dinger, die irgendwelche Großeltern und so weiter angelegt haben oder die irgendwelche reichen Leute horten, genauso Glaubenssatz, so reiche Menschen sind immer schlecht. Völliger Quatsch, so es gibt arme Menschen, die schlecht sind. Es gibt arme Menschen, die gut sind. Und es gibt reiche Menschen, die gut sind. Und es gibt reiche Menschen, die schlecht sind. Es hat nichts damit zu tun, ob man reich oder arm ist. Ja. Aber trotzdem ist es unbewusst auch noch so ein Glaubenssatz. Und man braucht sich heutzutage, schämen sich ja manche unbewusst, Geld zu haben. Soll ja bloß nicht rauskommen. Genau. Aber was ich jedem empfehlen kann, wenn euch Psychologie des Geldes interessiert, zum Beispiel hat Rüdiger Dahlke ein Buch drüber geschrieben. Oder von Markus Rotkranz habe ich ein Buch gelesen, Heile dich reich. Genau. Das kann ich nur empfehlen. So lest euch das vielleicht mal durch und erkennt vielleicht mal eure eigenen Glaubenssätze da. Und sonst noch allgemein, wenn das Geld wieder in Fluss kommt, dass man das Geld wieder für Gutes verwendet, dass das Geld sich wieder reinigt von dieser Negativität, von diesem Massenbewusstsein, dass das wieder einigermaßen befreit wird, dass man wieder Geld für gute Dinge einsetzt, dass man zum Beispiel zu alternativen Banken geht, ich weiß nicht, da gibt es Ethikbank, GLS-Bank, Umweltbank oder so, das sind nur ein paar, die ich mal gelesen habe. Da kann man dann auch angeben, wenn man sein Geld auf dem Konto hat, dass das eben nur für erneuerbare Energien investiert wird oder ähnliches. Und dass man wieder nicht einfach nur sagt, hey, ich gehe zu einer Bank und die haben die besten Zinsen. Wo kommt denn das Geld her mit diesen Zinsen? Glaub mir, das braucht ihr gar nicht. Das kommt dann automatisch. Ja. Diese Zinsen, wie kann denn einfach aus nichts mehr gemacht werden? Die Welt hier ist halt nur mal eine Kugel und dann sagt der, hey, ich mache dir jetzt 10% mehr draus. Das funktioniert nicht. Wenn auf der Erde nur 100 Kühe Platz haben, jetzt mal theoretisch gesehen, dann mache ich nicht nur, weil ich sage, hey, ich gebe dir jetzt 110 Kühe dafür. Die sind gar nicht da. Da wird mit Geld gehandelt und gespielt, das gar nicht vorhanden ist. Und dann gibt es wieder die nächste Finanzkrise und so weiter. Das ganze System an sich ist eigentlich schon eine Fehlkonstruktion und funktioniert nur wieder durch Kriege und durch den immer wieder neuen Zusammenbruch. Ja, so. Und jetzt aber mal zum zweiten Punkt, so wie finanziere ich mich zum Beispiel, wenn sich das vielleicht manche fragen, so. Wie ist es bei mir? Und bei mir ist es so, also ich habe in den letzten Jahren hat sich eben langsam so entwickelt, dass ich immer mehr mache, was ich wirklich liebe und dafür dann auch das bekomme, was ich brauche. Und Minimalismus spielt da eben auch eine Rolle, beziehungsweise, dass ich einfach das mir hole, was ich brauche, aber ich brauche wirklich nicht mehr viel. Also das Leben, wo ich führe, das wäre für andere noch undenkbar, denke ich, aber für mich ist es das reine Paradies, so zu leben, diese Einfachheit, diese Bescheidenheit zu leben, dass ich nicht viel brauche. Ich brauche keine, ich habe kein Handy seit über 2 Jahren oder so. Ich brauche keine Versicherungen, keine Verträge. Ich brauche nicht mal eine Dusche oder ein Shampoo oder sowas.
Das kommt dann auch mit dem Körperreinigen. Dazu mache ich auch nochmal ein Video. Klingt jetzt vielleicht für manche verwirrend, aber Deos und diese ganzen Dinge, die braucht man nicht mehr, wenn man seinen Körper reinigt. Genau. Und deswegen brauche ich im Prinzip wirklich nur Geld für Essen und für eine Unterkunft. Und gerade wenn ich hier in Thailand bin, kann ich halt zum Beispiel sehr günstig leben, günstiger als in Deutschland. Das Einzige, was ich eben bezahlen muss, ist der Flug. Aber ansonsten reise ich nicht. Ich bin 3 Monate hier in Thailand, fliege einmal hin, hole mir ein Bungalow monatsweise und ja, hier kriegst du schon, es kommt halt immer darauf an, wie lange man den Bungalow mietet und so weiter, mit wie vielen Menschen man drin ist, aber man kriegt auch schon teilweise Bungalows, also für 100-200 Euro im Monat, ja, sehr gute Bungalows auch. Und man lebt halt dafür im Paradies. Aber es ist eh so, ich habe den Bungalow im Prinzip nur, weil ich da meine Sachen reintun kann. Und ich schlafe immer am Strand, ich schlafe immer draußen an der frischen Luft. Das ist das, was unser Körper braucht. Ich schlafe unter freiem Himmel. Ich kann mir die Sterne jeden Abend anschauen, den Mond. Jetzt ist bald wieder Vollmond. Ich liege unter freiem Himmel und es ist so schön. So, ich brauche nicht mehr. Diese Unterkunft habe ich im Prinzip nur, um einen Ort für mich zum Zurückziehen zu haben. Genau, also Unterkunft ist das Einzige und Essen muss ich mir holen. So. Und selbst Essen hier ist auf der Insel zum Beispiel, überall sind Bananenstauden, Kokosnüsse, die wachsen, Kokospalmen und auch andere Sachen, Papayas wachsen hier überall das ganze Jahr über. Diese Fülle in der Natur ist alles im Überfluss da, was man kennt. Eine Frucht, die hat nicht einen Samen, die hat tausende von Samen und einer geht halt mal auf. Das ist alles im Überfluss. Eine Frucht, ein paar Affen nehmen sich dann die Mangos oder was weiß ich von dem Baum und lassen noch was für die Vögel übrig. Das ist alles im Überfluss da, in der Natur. Und das kann man wieder erkennen, diesen Überfluss in alle. Ja. Und für mich war es eben so, erstmal eben, ich brauche nicht viel und lebe eben so, ja, einfach, aber glücklich. Ich brauche nicht mehr, ich möchte das machen, was mich erfüllt. Das ist mein Sinn. Das ist das, was mich hier vorantreibt, dass ich das mache, was mich erfüllt. Und dadurch habe ich Energie jeden Tag. Dadurch steht man mit einem Strahlen auf, mit Leuchten in den Augen, wie ein Kind. Und bei mir war es eben so, ich habe mein Studium fertig gemacht, so. Ich habe Bauingenieurwesen studiert, einen Bachelor gemacht und dann dachte ich mir so nach dem Bachelor, jetzt hätte ich im Ingenieurbüro anfangen können oder bei irgendeiner Baufirma. Aber ich wollte noch nicht so sehr in dieses, ja, Hamsterrad reingeraten und deswegen dachte ich, hey, auch einen Master, den machst du später eh nicht mehr, dann machst du jetzt einen Master. Dann bin ich nach Stuttgart, habe dann einen Master angefangen. Und habe aber dann schnell gemerkt, ich war aus meinem Umfeld dann raus, aus meiner gewohnten Umgebung. Dann wurde mir klar so, was will ich überhaupt so. Mir wurde bewusst so, dass ich eigentlich nicht in der Baubranche irgendwie arbeiten möchte. Das sind die Jobs. Ja, es ist heutzutage, die meisten Ingenieurstellen sind nur noch, ja, 40 Stunden plus und dann halt in dem Büro. Und wenn die Baustelle mal läuft, dann ist alles nur noch schnell und günstig und immer erreichbar sein und junge Bauleiter werden total verheizt, also eher wäre ich trotzdem in ein Ingenieurbüro. Ich mochte diesen Mathe-Anteil und Statik immer viel mehr und das hat mir auch eine lange Zeit viel Spaß gemacht. Und dann habe ich eben nach dem Studium ab und zu im Ingenieurbüro so stundenweise gearbeitet. Und das war ganz gut und hat mir auch Spaß gemacht, aber es war noch nicht 100%, es war halt irgendwie 90%, aber nicht 100%, es war nicht alles so. Und ich habe dann eben, in der Zeit kam das so, dass ich mit Inliner-Workshops angefangen habe. Und das war wirklich was, wo ich gemerkt habe, wow, ja, das macht mir einfach Spaß. Ich würde dafür bezahlen, dass ich diesen Workshop geben darf. Also, dass ich den leiten darf. So. Aber ich kriege auch noch Geld dafür. Da habe ich gemerkt, so, wow, wie es sein kann. Das war einfach, und das hat sich so ergeben aus dem Nichts, dieser Job. Und dann habe ich halt immer mehr Inliner-Workshops gegeben, anstatt ins Ingenieurbüro zu gehen. Da habe ich halt gemerkt, so, hey, jetzt scheint gerade die Sonne so. Mir hat das Zeichnen schon Spaß gemacht. Also ich habe da viele Pläne gezeichnet, Bewährungspläne, Schalungspläne oder mal kleinere Sachen gerechnet oder
ja, irgendwelche Brandschutznachweise oder so. Aber das hat mir Spaß gemacht und man hat was gemacht. Man hat es auf dem Papier gezeichnet und dann gehst du später raus und siehst, wie es gebaut wird und weißt genau, was da drin liegt. Und ja, es ist ein schönes Gefühl, was zu kreieren, was zu schaffen. Aber ich habe dann trotzdem gemerkt, wenn die Sonne scheint, hey, dann gehe ich lieber raus und fahre Inliner mit den Kindern. So, dann bin ich in der frischen Luft, ich bewege mich und es hat mich mehr erfüllt. Und dann habe ich eben nur noch Inliner-Workshops gegeben und habe es im Ingenieurbüro sein gelassen. Ich hatte eben auch noch Geld angespart, das ist halt das. Ja, mir war immer die Zeit wichtiger. Und was will ich mit Geld, wenn ich keine Zeit mehr habe? Mir geht es nur darum, das zu machen, was mich erfüllt. Und das will ich schaffen. Ich will nicht schaffen, dass ich viel Geld habe. Ich möchte nicht irgendwas erreichen. Ich möchte jeden Tag das machen, was mich erfüllt. Und ich denke, jeder, wenn er das Wahre gefunden hat, dann wird sich auch die Möglichkeit ergeben, dass er davon leben kann. Wieso sollte denn nicht mal davon leben, wenn er so viel gibt wieder? Ja, das ist entweder eben, um zu dem ersten Punkt zurückzukommen, mit den Glaubenssätzen, die jeder in sich hat. So, wenn jemand was Gutes tut, dann muss er das alles verschenken und sollte am besten unter der Brücke schlafen. Aber jedem irgendwie, genau. Nee, so ist es eben nicht, denke ich. Und wenn man wirklich das tut, was einen erfüllt und was zurückgibt, dann kommt auch immer was. Und jetzt ist es eben so mit YouTube, beziehungsweise dann habe ich nebenbei noch eine Ausbildung gemacht gehabt. Das war Fachberater für holistische Gesundheit, nennt sich das. Die Leute stehen ja auf Titel, darum habe ich das gemacht. Kann ich auf meine Internetseite schreiben, das ist noch im Massenbewusstsein drin. Das ist ja so schön angesehen, wenn jemand ein Studium hat, kann er immer sagen, hey, ich bin Ingenieur und Ernährungsberater. Und dann sind die Leute schon beeindruckt, weißt du? Das ist immer witzig. Ja, das sowas beeindruckt die Leute. Selbst wenn es nur unterbewusst ist und viele vielleicht meinen, nee, ist nicht so beeindruckend. Aber das ist das, was die Leute für Glaubenssätze haben. Und deswegen hatte ich dann, ich hatte es zwar angefangen, aber für mich habe ich gemerkt, ich brauche das gar nicht mehr. Und ich hatte dann diese Ernährungsausbildung dann noch fertig gemacht, weil es halt einfach, ich musste halt nur noch die Prüfung schreiben. So. Und genau, aber kleine witzige Geschichte dazu eben, zu dem, was die Leute da an solchen Titeln festhalten. Also ich hatte auch mal ein Video dazu gemacht, so, dass ich Ingenieur bin, so könnt ihr mal suchen auf dem Kanal. Genau. Und ich war zum Beispiel vor 2 oder 3 Jahren war ich im Winter in Nicaragua in einem Yoga-Center für 3 Wochen und ich bin da halt einfach hin und ich wollte halt einfach Zeit für mich haben, die Ruhe haben und bin einfach zu einem Yoga-Center hin, habe gefragt, hey, kann ich hier ein bisschen arbeiten und dafür einfach hier schlafen und was zu essen bekommen. Und ich habe da nur Früchte gegessen, Papaya, Wassermelone und Kochbanane im Prinzip nur gegessen, das waren die einzigen 3 Sachen so in 3 Wochen. Und ich bin da hin und habe auf der Terrasse gepennt und habe nur Früchte gegessen und habe dann mal einen Zaun gestrichen, ein Kompostloch ausgehoben. Ja, habe nichts gebraucht zum Leben und habe in der Zeit so viel gelernt. Ich habe Yoga gelernt, hatte Freundin damals da kennengelernt und hatte eine wunderschöne Zeit mit ihr, habe von ihr Yoga gelernt, sie war Yogalehrerin und alles umsonst. Aber das ist gar nicht der Punkt, sondern dann war ich zum Beispiel irgendwann so, ich hatte nie drüber geredet, so dass ich eben ein abgeschlossenes Studium habe und so. Und irgendwann hatte ich es nur mal bei irgendjemandem erwähnt, so von diesem Yoga-Center. Und dann so, wow, echt? Und dann jeder so, ey, wusstest du, dass Tobi ist Ingenieur oder so? Und ich so, da habe ich dann erst erkannt, so, dass die Leute mich vorher in so einem Blick gesehen haben, wie so, na, irgend so einen, keine Ahnung, abgefuckter Typ, der auf der Terrasse pennt, jetzt um es mal hart auszudrücken. Und dann war dieses Licht, in dem ich den Leuten erschienen bin, sofort ganz anders. Und ja, dran sieht man eben, was für Glaubenssätze so tief verankert sind, auch an Titel eben, nicht nur das Geld. Wird schon ein ganz schön langes Video. Okay, aber jetzt geht's weiter. So, dann, also zuerst kamen die Inliner-Workshops, über mehr dieses, die Arbeit im Ingenieurbüro sein gelassen.
immer mehr, noch mehr das getan, was mich wirklich erfüllt hat und da was zurückgegeben. So, die Leute bei den Workshops, die Eltern sind gekommen und haben gemeint, ja, ihr lebt doch das, was wir tun. Und ich so, ja, schon. Das ist die Erfüllung. So. Und es hat sich immer so gut angefühlt. Die Kinder hatten Spaß, haben was gelernt, die lernen so viel in diesen 2 Stunden. Manchmal macht man 3 Tages-Workshops bei diesen Kursen und wir sind immer 2 Trainer dran. Aber die Kinder lernen in 2 Stunden, am Anfang können sie nicht mal richtig drauf stehen, oft 1. Klasse oder so oder 2. Klasse, die können nicht mal richtig drauf stehen. Am Ende fahren sie alle über so eine kleine Rampe und über so eine Wippe und so. Und ja, es ist schön zu sehen, wie schnell Kinder lernen, wie die Augen noch strahlen. Ich arbeite so viel mit Kindern oft zusammen, weil die noch dieses Strahlen in den Augen haben, dieses Unbefangene, die Welt offen anzuschauen. Das haben schon noch manche Erwachsene, aber selten so. Bei Kindern ist es noch viel, ja, diese Unschuld, dieses Offene. Das mag ich einfach. Und jetzt ist es halt immer mehr so, dass ich dann Coachings gebe. Und ich habe auch gemerkt, so, was die Coachings mir geben. So, wenn ich jemandem helfe, so auf dem Weg, auf seinem Weg, begleite, so, weil ich einfach auch durchgegangen bin durch diese ganzen Themen wie Entgiftung, Fasten, Reinigung des Körpers und was da an Emotionen rauskommt, was das Bewusstsein dafür eine Rolle spielt. Eben dieser ganze Zusammenhang. Und ja, dann zieht man auch die Leute an, wo das einfach harmonisch ist. So. Manchmal hatte ich anfangs so ein paar Coachings, wo ich dachte, so, da habe ich mich manchmal, also es war ganz nett so, das Gespräch dann, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe danach so, boah, geil war das dann. Und jetzt kommt es immer mehr so, dass, hey, das erfüllt mich, das gibt den anderen so viel und mir genauso. Und dann habe ich eben jetzt so nebenbei noch einen Videokurs eben gemacht, wo die Leute einfach auf ihrem Weg dann langsam ja, sich die Hilfe da holen können, die Information. Und ein kleines E-Book geschrieben, so. Das ist nicht die Welt, was man da verdient, sag ich mal. Ihr könnt auch okay, 12 Tage, 2x5 Tage und wo, wenn da überhaupt irgendwas hängen bleibt. So. Also geschweige denn, dass ich 1-2 Wochen arbeite komplett mit Menschen. So. Da, also ja, viele können sich vielleicht nicht vorstellen, was da dahinter steckt. Man muss nicht nur den Bungalow und das Essen bezahlen, sondern wie viel Zeit man da reinsteckt. Vorher, nachher, wie viel Zeit in diese Gespräche reingeht, die Leute, die anfragen, diese Fragen. Und was man da alles organisieren muss und planen muss. Es ist nicht nur, dass man da ja, diese Zeit von einem Retreat hat, sondern du musst schauen, wie kommst du da hin, was für ein Ort. Und das Ganze, also geldtechnisch könnte mir glauben, lohnt sich der Retreat gerade überhaupt nicht. Aber es ist einfach was, wo ich machen möchte, was mir unglaublich viel Spaß macht, irgendwie Leute direkt dazu begleiten. Auch so in dieser direkten Arbeit merkt man einfach, das ist noch was ganz anderes. Das ist wie, trefft die Leute, die rohköstlich sich ernähren, geht auf Potlucks. Das war für mich auch das war ein ganz anderes Level, als wenn ich das für mich mache. Da ist alles aufs nächste Level, aufs zweite Level so gekommen. Ja. Trefft die Leute, verbindet euch, tauscht euch aus und das Ganze nimmt eine ganz andere Dynamik an. Es entwickelt sich viel besser, schneller, ihr könnt euch gegenseitig unterstützen. Und das ist auch, was in so einer Gruppe dann und hoffentlich dann bei dem Retreat stattfinden wird, so dass jeder erkennt und es ist auch immer so in den Coachings so, dass die Leute merken so, hey, sind nicht alleine, jeder kommt sich da erstmal wie ein Alien vor, auch wenn man auf vegan umstellt. Und dann, was ist nur bei der Familie, bei der Oma, was die Eltern und die Freunde und so weiter. Und es sind immer die gleichen Dinge, die auftauchen. Und wenn man schon merkt, dass man nicht allein ist und da so ein Gespräch hat und einfach, es gibt einem schon so viel. Genau. Ja, und jetzt denke ich, mal schauen. Ich habe eh noch ein bisschen Geld eben angespart.
Und vielleicht entwickelt es sich ja so, im Moment ist es ganz ja, nett, dadurch, dass ich nicht viel ausgebe und ein bisschen was eben durch Coachings oder E-Books reinkommt so, oder auch Spenden so. Ja, Patreon könnt ihr auch spenden oder hier euch mit mir verbinden so. Genau. Und dann möchte ich eben dahin kommen, dass ich einfach nur vertraue. Und das ist das, was ich im Moment immer mehr noch lebe, so dass ich nicht irgendwie aufs Geld achte, sondern wenn ich merke, hey, das ist das, was ich jetzt brauche, dann kaufe ich es. Und es ist halt wirklich so, dass ich nicht einfach irgendwas Unnötiges kaufe. Ich kaufe nichts außer Essen. Aber selbst da habe ich mich manchmal eben erwischt, so, dass ich denke, oh, das ist jetzt so teuer und deswegen kaufe ich mir jetzt kein Essen, das gerade nicht, sondern kaufe mir lieber das oder das. Sondern, dass ich da nicht mehr über das Geld nachdenken möchte und darauf vertrauen möchte, dass das alles im Fluss ist. Und ich merke immer mehr, wie das eben funktioniert, genauso wie jetzt dann. Ja, zum Beispiel, wenn einfach eine Spende kommt oder so, wenn ich merke, dass ich einfach mehr Energie in Videos stecke und so weiter. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich bin da guten Gewissens und guter Dinge, dass man, auch wenn man Gutes tut, davon leben kann. Ja. Ansonsten, ja, jetzt ein langes Video gemacht. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen weiter, gibt durch ein paar Inspirationen. Ansonsten macht's gut, Leute. Wunderschöne Grüße aus Thailand, von der Insel Koh Phangan. Steht die Sonne auch schon tief.